Wir sind in der alltäglichen Szene des Heufütterns gerade angekommen. Jeden Tag, bei uns dreimal täglich, kriegen die Pferde Heu. Und jedes Mal sieht die Stallgasse danach aus, wie als wenn eine Bombe eingeschlagen hätte. Und da werden wir uns jetzt drum kümmern, dass wir das wieder in den Griff bekommen. So, beim Befeuchten des Bodens habe ich mich jetzt für das 8-Muster entschieden. Ist benannt nach der Zahl 8, liegt einfach an der Form. Hat sich bei uns jetzt durchgesetzt, weil es einfach die größtmögliche Befeuchtung garantiert. Und deswegen immer bei uns das 8-Muster. Jetzt geht's los. Der Besen ist startklar, die Hände auch. Ich will mal versuchen, zwei der möglichen Strategien vorzustellen. Das eine wäre, so habe ich es früher immer gemacht, dass man praktisch erstmal in der Mitte anfängt, alles nach außen trägt, hat aber den Nachteil, dass ich oftmals, gerade wenn es vorher ein bisschen feucht geworden ist, immer hier den ganzen Dreck an die Wände bekomme, den ich danach wieder beseitigen muss. Deswegen hat sich eigentlich jetzt mittlerweile eher durchgesetzt der klassische, keine Ahnung, wie ich es nennen soll, der klassische Jäger. Also, indem ich aber auch immer wieder auch ein bisschen gegensätzlich arbeite, um einfach die Bereiche voneinander zu trennen. In dem Fall war die Stallgasse wirklich vorher sauber. Das heißt, da wurden keine Hufe ausgekratzt, da wurde nicht gemistet vorher. Das heißt, alles an Schmutz und Bakterien, was ich sonst auf einer Stallgasse finde, ist jetzt hier nicht vorhanden. Das heißt, es ist wirklich nur das Heu, was praktisch vom Wagen runter ist.